Wäre es denn überhaupt möglich, eine Frage zu stellen, die die Todesstrafe wieder einführen würde? Deutschland, was begehrst du? Ihr habt uns gefragt, wie man denn in Deutschland Volksabstimmungen machen kann und sich so auch ein bisschen mehr an Demokratie beteiligen kann. Wir treffen diese Woche jemanden, der sich damit auskennen muss. Der hat nämlich eine Initiative namens Mehr Demokratie. Hallo! Hallo. Hallo, Steffi Hallo. Fetz, hallo. Sie sind Vorstand der Initiative Mehr Demokratie. Heißt das, dass wir in Deutschland zu wenig Demokratie haben? Wir haben zwar natürlich eine Demokratie, wie wir sagen, aber man kann schon noch einiges tun, um unseren Einfluss als Bürgerinnen und Bürger zu verstärken. Woran es fehlt, ist tatsächlich der bundesweite Volksentscheid. Volksentscheide gibt es in Deutschland im Moment nicht für ganz Deutschland. Es gibt Entscheide auf kommunaler Ebene, also in den Städten und Gemeinden und in den Bundesländern. Und deshalb wollte unsere Userin Sophie von uns wissen, wie das überhaupt rechtlich möglich ist, einen bundesweiten Volksentscheid durchzuführen. Das Versprechen ist im Artikel 20.2 Grundgesetz angelegt. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird verwirklicht in Wahlen und Abstimmungen. Aber das Wahlrecht ist ausgeführt im Grundgesetz noch, aber diese Abstimmung eben nicht. Und es braucht, da sind sich eigentlich alle einig, eine Grundgesetzänderung, damit wir eben die direkte Demokratie auf Bundesebene haben. Für eine Grundgesetzänderung braucht es aber eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat. Das ist also gar nicht so einfach. Es gab insgesamt 12 Versuche, den bundesweiten Volksentscheid einzuführen, über parlamentarische Initiativen, also Fraktionen, die Vorschläge Also von verschiedenen Parteien von aus. verschiedenen Parteien. Die Union hat aber bisher sämtliche Versuche verhindert. Knapp 3/4 der Deutschen wünschen sich, dass es Volksentscheide auch auf Bundesebene gibt. Aber ist es wirklich so schlau, das einzuführen? Denn vor allem seit dem Brexit-Votum sagen Kritiker, Volksabstimmungen führen dazu, dass man komplexe Probleme auf Ja-Nein-Antworten verkürzt. Und das wiederum führt zu Populismus. Würden Sie sagen, der Brexit war dann ein schlechtes Beispiel für direkte Demokratie? Er war gar kein Beispiel für direkte Demokratie, weil der Brexit war gar keine Abstimmung. Der Brexit war eine Befragung. In diesen Fällen formuliert die Regierung die Frage. Die Regierung legt den Zeitpunkt fest, achtet mitunter nicht darauf, dass die Fristen so ausreichend sind, dass es eine breite Diskussion gibt, dass sich jeder eine Meinung bildet. Das ist nicht die direkte Demokratie, wie wir sie uns vorstellen. Und es ist auch nicht die direkte Demokratie, wie wir sie in Deutschland kennen. Das Problem dabei ist, es gibt nicht die einheitliche Definition davon, wie Volksabstimmungen auf Bundesebene überhaupt aussehen könnten. Wir haben uns mal das Wahlprogramm der AfD angeschaut und die fordern darin Volksabstimmungen in Deutschland nach dem Schweizer Vorbild und sie schreiben aber auch, das deutsche Volk soll nach dem britischen Vorbild über den Verbleib Deutschlands in der Eurozone und gegebenenfalls der EU abstimmen. Das heißt, für die AfD ist der Brexit ein Positivbeispiel. Für mehr Demokratie dagegen nicht. Und das alleine zeigt ja schon, wie unterschiedlich die Vorstellungen zu dem Thema sind. Die SPD hat ihr Wahlprogramm jetzt gerade ganz frisch draußen und da steht drin, dass sie die direkte Demokratiebeteiligung auf Bundesebene stärken wollen. Da steht aber nicht drin, dass sie Volksentscheide einführen wollen auf Bundesebene. Also das ist noch etwas unklar, was sie denn noch wirklich wollen. Man muss vielleicht dazu wissen, dass die SPD sich in der Vergangenheit eigentlich immer für mehr direkte Demokratie eingesetzt hat, hat aber auch schon in einer Koalition mit der CDU dagegen gestimmt, um die Koalition nicht zu gefährden. Die FDP hat auch noch kein finales Wahlprogramm für die Bundestagswahl, aber FDP-Chef Christian Lindner meinte im vergangenen Jahr gegenüber der Basler Zeitung, er sei gegen Volksabstimmungen auf Bundesebene. Die Linke und die Grünen sind für Volksentscheide auf Bundesebene, haben dabei aber unterschiedliche Vorstellungen, wie das Ganze aussehen soll, zum Beispiel was die Anzahl der gesammelten Unterschriften Die angeht. CDU ist ganz klar gegen Volksentscheide auf Bundesebene, im Gegensatz zu ihrer Schwesterpartei, der CSU. Die geht nämlich sogar noch einen Schritt weiter und will sogar eine Grundgesetzänderung durch Volksentscheide möglich machen. Ganz konkret, was wünschen Sie sich von den Politikern, die bei der Bundestagswahl gewählt werden? Unbedingt die Einführung des bundesweiten Volksentscheids zum Thema zu machen. Auch zum Thema im Wahlkampf und an die CDU gerichtet, dass sie endlich über ihren Schatten springt, dass sie sich mit dem Thema ernsthaft beschäftigt und nicht ideologisch einfach mit einem Federstrich sagt, kommt für uns nicht in Frage, brauchen wir nicht, ist eh alles zu kompliziert, ja, und die komplizierten Sachen, die können nur wir. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass die Politiker Angst vor direkter Demokratie haben. Was würden Sie dazu sagen? Ja, da würde ich nochmal versuchen, dem auf den Grund zu gehen und genau zu gucken, wovor die Angst haben. Da existiert so die Vorstellung, ja,
Aber nehmen wir mal an, es hat Fälle von sexuellem Missbrauch gegeben und dann würde man am Sonntag drauf darüber abstimmen, ob die Todesstrafe wieder eingeführt werden soll. Ja, aber Leute, das ist nicht die direkte Demokratie, wie wir sie kennen, ja, weil die direkte Demokratie ist ein Instrument von unten, das baut sich über Stufen langsam auf, braucht wahnsinnig viel Zeit. Wäre es denn überhaupt möglich, eine Frage zu stellen, die die Todesstrafe wieder einführen würde? Nein, es ging in Deutschland nicht. Da wird der Gesetzentwurf eines Volksbegehrens überprüft, ob er der Verfassung bzw. dem Grundgesetz entspricht. Und die Wiedereinführung der Todesstrafe würde dem Grundgesetz nicht entsprechen. Also das würde so nicht gehen. Und die Beispiele, die wir in der Schweiz haben, die ich auch ganz schwierig finde, Mitarbeitverbot, die Ausschaffungsinitiative, wären mit großer Wahrscheinlichkeit Volksbegehren, die an diesem Punkt aufgehalten werden würden. Abschließend lässt sich sagen, ein Vorteil der direkten Demokratie ist auf jeden Fall, dass die Bürger mehr beteiligt sind am politischen Prozess. Und das kann dazu führen, dass sie letztlich auch das politische Ergebnis mehr akzeptieren und auch besser verstehen können. Und zu bewerten, ob bundesweite Volksentscheide jetzt eine gute Idee sind oder nicht, das ist gar nicht so einfach. Denn es kommt dabei total auf die Ausgestaltung an. Also darauf, welche Regeln die Politik sich und uns für so einen bundesweiten Volksentscheid gäbe. Und zwar drücken wir jedem unserer Gesprächspartner die Deutschlandflagge in die Hand. Wollen Sie die nicht annehmen? Okay, das sind schon sehr spitze Finger. Wir beschäftigen uns ja bei unserer Recherche mit der Frage, was ist eigentlich los mit dir, Deutschland? Oh je. Ich denke, und da schließt sich der Kreis zu unserem Thema eigentlich. In dem Moment, wo wir tatsächlich eingeladen sind, dieses Land zu gestalten, dann haben wir die Chance, uns dieses Land zu eigen zu machen, also uns überhaupt die Frage vorzulegen, wie wollen wir miteinander leben in diesem Land und wie wollen wir verfasst sein.